Senf. Liebe Freunde der gepflegten Tradition, nächste Woche ist schon Weiber Fastnacht. Das ist das deutsche Volksfest für Bürotraditionen schlechthin. Und ich muss es wissen, ich war in einem Büro mit einer Rheinländerin, einem Bayern, einem Sachsen und zur Hochzeit auch noch mit einem echten Preußen. Unser Chef, ein Schwabe, dann noch jede Menge Chinesen, Inder, Russen, Ukrainer. Was es halt an Unis so gibt, ne? Nur jemand aus dem Norden hat uns noch gefehlt. Da, wo ich ursprünglich herkomme, war man Außenseiter, wenn man nicht verkleidet gekommen ist. Und da, wo ich hingezogen bin, ist es so, dass man Außenseiter ist, wenn man verkleidet kommt. Ich war zugegebenermaßen die einzige Verkleidete, aber eine Tradition war durch die ganzen regionalen Unterschiede hinweg bekannt. Wir konnten uns nur nicht auf den Namen einigen. Super, Quark, klingt auch sehr gut. Was? Also das hier ist jetzt ein Berliner. Mein bayerischer, mein bayerischer Kollege sagt, das ist ein Krapfen. Und mein sächsischer Kollege sagt, das ist ein Pfannkuchen. Das sind keine Berliner. Berliner heißt es bloß bei den Preußen. Also Berliner heißt bloß bei den Preußen, aber ich dachte, Berliner sind Preußen. Also bist du auch ein Preußen. Verdammt. Der Berliner kenne ich auch, der Pfannkuchen. Passenderweise habe ich noch eine gute Literaturquelle aus einem echten Standardwerk gefunden. Das Bayerische Kochbuch mit eindeutiger Abbildung des betreffenden Teilchens. Karnevalskrapfen, Berliner Pfannkuchen. In dem Kochbuch sehr neutral formuliert. Da zeige ich jetzt erstmal, was Krapfen bei uns im Rheinland sind. Und das sind jetzt Krapfen? Ja. Heißen die nur im Rheinland Krapfen oder... Weiß ich nicht, ich glaube ja. Sind Krapfen in woanders was anderes? Ja, Berlin hat im Prinzip die Berliner. Ach so, das sind Berliner in Berlin. So. Was steht denn auf dem Rezept drauf? Quarkkrapfen hast du drüber geschrieben. Ja. Sowas hier, das ist bei uns ein echter Pfannkuchen. Im Osten wiederum nennen sie die dann Plinse. Kurzer Reminder, wenn ihr vorhabt, das mitzubringen für eure Kollegen, müsstet ihr das vorher in der Bäckerei bestellen. 20 Stück, davon 2 mit Senf. Und die guten Bäckereien, die verkleiden quasi das Senf-Einspritzloch noch mit ein bisschen Marmelade, damit man das nicht sofort erkennt. Und dabei ist es ganz unterschiedlich, wann es das dann geben darf. Bei uns gab es das zum Beispiel schon am 11.11. Weiberfastnacht, Rosenmontag, Veilchendienstag geht aber auch. Da musst du reinbeißen, das ist ja langweilig. Und als Kontrastprogramm dazu zeige ich euch jetzt mal, was ein echter Berliner ist. Der Preuß ist wieder da und direkt ist das ganze Bier weg. Auf die Bayern! Die Preußen! Nein, so schlimm ist ja nicht. Kalt und die werden die Kirche schon wieder. Doofeste geht auch noch alle. Die sollen immer noch nicht kommen. So eine Scheiße. Und ich finde, für die Firmenkultur, für das Kollegium, für die teambildende Maßnahme ist nicht das Essen und auch nicht der Senf das Beste, sondern ganz klar. Quatsch, locker sein und verkleiden. An Weiberfastnacht darf man das, ab 11.11 Uhr. Und die allerbeste Bürotradition kommt ja noch. Alle Frauen bitte morgen schön Zähne putzen, Schere mitbringen und die Männer gerne einen total knalligen Schlips anziehen. Profis nehmen sich auch mehrere Schlipse mit, die den dann immer wechseln, weil wenn du die abgeschnitten bekommst, dann kriegst du von der Frau ein Bützchen. Okay. Und wenn du so wie ich einen Chef hast, der davon keine Ahnung hat, dann schenkst du dem
zu seinem 60. Geburtstag so einen Schrottschlips in der Hoffnung, dass er den dann anzieht. Und meine hat es sogar gemacht. Ja, alle können nicht zur Arbeit. Er hat sich erst gewundert, warum sitzt meine Mitarbeiterin da so komisch verkleidet da? Ist ihm das eingefallen? Ist er zurück in sein Büro, hat den Schlips angezogen, ist er nochmal hingekommen, hat sich so hingestellt. Habe ich mir noch ein paar Kolleginnen zur Unterstützung dazu geholt und dann haben wir die Tradition sinngemäß und sinnvollerweise durchgeführt. Ich habe es gerade tatsächlich nochmal in meiner Erinnerungskiste gefunden. Das hier ist der erste Schlips, den ich meinem Chef abgeschnitten habe. Und wie ich mir dann später sagen lassen habe, war das sein bester Schlips für alle Prüfungen und Vorträge, die er so hat. 100% reine Seide, handrolliert, made in China, aber immerhin bei 30 Grad waschbar. Aber der war auch nicht sauer oder so, der hat das ganz locker hingenommen. Und dafür habe ich ihm dann ja auch einen neuen Schlips besorgt, den er sich beim nächsten Mal anziehen konnte. Aber wenn man eine Rheinländerin anstellt, dann muss man mit sowas schon rechnen, finde ich. Bestellt eure Berliner vor, mit Senf. Besorgt euch eine lustige Kopfbedeckung, kann man immer schnell wechseln. Nehmt eine Schere mit, Zähne putzen und Schlips anziehen. Ich habe da eigentlich voll eine gute Idee für so ein Schlips-Design. Also wenn man sich was selber basteln will. Karnevalsschlips, vielleicht gibt's das schon. Schneideschablone. Finde ich jetzt noch nicht im Internet. Besorgst dir einfach einen Blankoschlips. Malst mit einem Edding drauf so eine gestrichelte Linie. Schreibst du drauf, Schritt 1, abschneiden. Schritt 2, fall nach oben, Küsschen. Oder auf Englisch Kiss Me für die Integration des internationalen Multikulti-Kollegiums. Ich habe mir auch mal sagen lassen, so ein Schlips zeigt ja aufs beste Stück. Ein total sinnloses Männlichkeitssymbol eigentlich, was zu Weiberfastnacht halt mal beschnitten wird.